Hi Leute, herzlich willkommen zurück bei einer Folge Super Mario 64 DS. Wuhu! 48 Sterne, das ist doch schon mal ganz gut. Wir gehen zurück in den Keller. Wir hätten uns jetzt schon eine Abkürzung in den Keller machen können, aber... habe ich noch nicht gemacht. Ich glaube, ich mache die jetzt schnell. Und ich muss natürlich wie immer sagen, die Musik bei Super Mario 64 ist einfach nur genial. Die Levels, vor allem jetzt durch den 64 DS, also durch das DS Remake, sind extrem gut. Das ganze Game ist auf jeden Fall... Ach, damit. Ich versuche es ab und zu mal. Ich werde die jetzt noch nicht fangen, später. Weil die mich eigentlich immer nerven. Aber hier gibt es was Besonderes. Nämlich eine kleine Schwimmpassage. Runter da, Mario. Da-da-da-da-dum. Wo die wohl hinführt und vor allem, was das eigentlich darstellen soll, keine Ahnung. Ich möchte es eigentlich auch lieber nicht wissen. Hier sind zwei Pfeiler und was steht an der Wand? Der Erlass schreibt vor, dass einer die Säulen in Grund und Boden stampfen soll. Was? Okay. Das ist schon mal ein extremer Hinweis. Im Original heißt es irgendwie, früher waren die Säulen tiefer oder so irgendwas. Naja. Hier steht es ja direkt, was man tun soll. Und man kann raus. Und das hat im Moment noch überhaupt null Sinn für uns. Deswegen. Oder? War da vorne irgendwas? Ach, da ist ein Hase. Na gut. Dammit. Falsch prediktet. Mann, mit Yoshi sind die Hasen am leichtesten zu fangen. Aber es sind ja natürlich unterschiedliche. Deswegen. Komm on. Ach, der mit, der ist mir jetzt mal egal. Sollte mir egal sein. Egal. Wir gehen zurück ins Level und kümmern uns um die 100-Münzen-Mission, wie versprochen. Juhu. Ups. Come on. Hoch da. Hier gibt es auch eine Abkürzung. Schupp. Ich kann nämlich hier hochgehen. Dann da rein. Und dann ist man hier. Bei der Steintür. Keine Ahnung, für was die Abkürzung da ist, aber... Schön, dass sie da ist. Sehr schön. Und hier entlang, hopp, da rein. Vorsicht, giftig. Das ist die Mission, in der wir auch unsere 100 Münzen machen wollen. Würde ich euch raten, zumindest. Das bringt jetzt nichts. Boing. Deswegen sammeln wir jetzt mal alle Münzen auf, die wir so finden. Sie für dir hier. Bam. Nicht in alle Richtungen bitte verteilen. Wir dürfen hier ja nicht runterfliegen, sonst sind unsere Münzen natürlich weg. Diese Mission ist auch eine sehr, sehr, sehr heftige. Okay, nur die erste gibt Münze. Boing. Nein. Mario. Na gut. Das war jetzt doof. Zwei Münzen verpasst, aber hier sollte es eigentlich eh mehr als 100 Münzen geben. Nicht arg viel mehr, aber viel mehr. Schupp. Rein da. Ach so. Stimmt, wir wollen erstmal noch da hinten die Münzen machen. Wario. Wah. Okay, da ist eh nichts mehr. No. No, just no. Ich brauche mir Mario hier später, aber okay. Moment. Kommt da hinten noch was? Nee, da kommt nichts mehr. Okay. Ach, ist immer so knapp. Schupp. Hi. Boing. Nein. Schon wieder eine Münze, das sind schon mal drei Münzen. Wenn diese Zahl zu hoch wird, wird's knapp. So wie sei schon mal gesagt. Nein. Nichts Interessantes. Okay. Hier rein. Bam. Groß bitte. Mach uns riesig. Bam, 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 bam. Da kommen keine Münzen raus. Aber ein Stern. Na gut. Es waren nur zwei, oder? Okay. Ich möchte aber den Stern nicht sammeln. Ja, nicht sammeln sogar. Bitte klein. Come on.
werde wieder klein. Ich möchte durch diese Tür gehen. Da ist der Stern, den wir eigentlich holen müssen. Aber davor werden wir uns erst noch einen anderen Stern holen. Bam, 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 bam. Ein Leben. Können wir immer gebrauchen. So schlecht, wie ich manchmal spiele. Da unten sind auch noch ein paar Münzen. Aber die holen wir uns erst später. Jetzt geht die ganze Schose nämlich wieder andersrum. Lass mich in Ruhe. Lieber Stein. Ich wollte mich hier wieder zurück. Das wird jetzt ein bisschen durcheinander. Ja, kann man glaube ich so sagen. Bringt das was, wenn ich da runtergehe? Führt uns das auch genau dahin, wo ich will? Bin gar nicht sicher. Offenbar. Okay. I'll take that. 8 rote Münzen wollen wir natürlich sowieso sammeln, aber... Ja, okay, man hätte... Ach, come on. Mit Wario ist mein Sprungtiming natürlich komplett am Arsch. Boing. 3 Münzen, sehr wichtig. Oh Mann, am Ende wird es wieder an 3 Münzen hängen. Boing. Eine. Bam. 2. Luigi-Kappe. Okay, bleib da liegen. Wenn du unbedingt willst. Werde dich gleich holen. Schip, dip, 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 dip. Okay. Wir gehen erstmal durch das Labyrinth, damit wir den Teil abgeschlossen haben. Damit ich weiß, wie viele Münzen wir noch durch Tricksereien und so hinbekommen müssen. Irgendwie. Dip, dip, dip. Rein da. Bin mir nicht sicher. Come on. So. Das Münzen, ja, gibt. Doof zu erreichende Münzen, aber hey, Münzen sind Münzen. Komm mal, raus da. Danke. So. Und die brauchen wir jetzt unbedingt. Sonst können wir die Mission neu starten. Und die tauchen. Ach, damit. Nein, 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 nein. Völlig an der falschen Stelle auf. Oh, shit, die waren da hinten. Okay, liebes Level. Du hast gewonnen. Das war doof. Jetzt werden wir die 100 Münzen nicht mehr erreichen können, glaube ich. Bam. Soweit ich weiß zumindest. Wie auch. Hier gibt es nicht mehr arg viel mehr als... Ah, komm mal. Nee, hier gibt es nicht arg viel mehr als... Ach, das hätten wir benutzen sollen. Dann hätten wir leicht... Okay. Döp. Okay, das löst sich auf. Nice. Wir müssen sowieso wieder raus aus dem Level. Wir schaffen es jetzt nicht mehr. Aber vielleicht... Ich glaube, ich hole mir noch trotzdem noch den Stern hier. Why not? Sobald ich weiß, wo wir hier raus müssen. Damit. Ach, das ist eine Karte. Da kann ich jetzt drauf schauen. Hier entlang. Nicht hier raus. Sondern... Ups. Come on. Das ist eine ziemliche Fallgrube, die euch recht am Arsch machen kann. Wie mich jetzt zum Beispiel. Ich glaube, ich sterbe jetzt hier in der Fallgrube. Okay. Come on. Come on. Okay. So, gerade noch geschafft. Puh. Hier gibt es noch 5 Münzen. Aber nee, viel mehr als 100 gibt es echt nicht. Das heißt, wir müssen uns zusammenreißen, damit wir das schaffen. Aber egal, den einen Stern können wir trotzdem holen. Wenn wir jetzt eh schon da waren, dann müssen wir uns später nicht mehr um den kümmern, sondern nur noch um 100 Münzen. Oder wir holen uns 100 Münzen, wenn wir auch tatsächlich Wario haben. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich überlege gerade, das würde sogar Sinn machen. Ja, machen wir. Wir holen uns erst Wario. Wir haben uns schon Wario geholt, richtig? Haben wir das? Ne, haben wir noch nicht. Wir holen uns jetzt Wario. So rum. Ein Stern im Untergrund. Aber wir holen uns Wario. Wieso habe ich Wario noch nicht geholt? Idiot. Hätte ich in der letzten Episode schon machen können. Schüpp. Rein da. Ich glaube, das würde die 100-Münzen-Mission auch einfacher machen, weil wir da größtenteils Wario brauchen. Bis auf ein paar Stellen, wo Luigi ganz nice wäre, aber die Verwandlung gibt es ja auch noch. Wow. Knappe Sache.
Wow, wieder knappe Sache. Renn da. Da runter. Wir können es auch ohne Vario-Kappe schaffen, right? Das hatte ich dachte eigentlich, hier unten wäre wieder eine Vario-Kappe, aber dem ist gerade nicht so. Ah doch, wir kommen dahin. Wir kommen dahin. Keine Sorge, Guys. Wir schaffen das. Mein positives Denken ist manchmal etwas fehl am Platz, aber in dem Fall. Dip, 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 dip. Boing. So. Hoch da. Früher habe ich die Steuerung dieses Viechs voll gehasst. 180 Grad Wendung, bitte. Da entlang, genau. Nessie, du machst das schon ganz gut. Dim, 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 dim. Come on. Du kannst das doch ein bisschen weitermachen. So, sehr schön. Da rein. Und dann. Dap, 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 dap. Hier rein. Zum. Wo sind wir jetzt? Ach, hier können wir auch noch ein paar Münzen holen. Nein, 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 nein. Kamera. Help mir. Ah. Dammit. Nein. Das war's. Dann kommen wir nämlich hier raus. Das wollte ich natürlich überhaupt nicht. Dammit. Ich will das Ganze nochmal machen. Einen der nervigeren Teile. Es gibt ein paar Levels. Wenn man da versagt, dann versagt man richtig. Man muss eine ganze Strecke neu laufen. Deswegen habe ich auch gesagt, sollten wir mal die Abkürzung machen. Ich sehe meinen eigenen Fail voraus. So, da rein bitte. Chip. Das heißt, wir haben... Vario-Kappe haben wir noch nicht, nein. Besser Vario haben wir noch nicht freigeschalten. Ach so, man schaltet ihn auch ganz irgendwo anders frei. Stimmt ja. Sorry, Leute. Aber trotzdem gibt es hier noch einen wichtigen Stern. Ich glaube, das ist sogar der. Das bringt mir nichts. Sorry. Ich glaube, ich mache nochmal den 100-Münzen-Stern und dann gehe ich da in das extra Level, weil dort gibt es auch noch Münzen und ich glaube, gesehen zu haben, dass man beides machen kann. Das heißt, ich bleibe jetzt erst bei Mario. Au. Hallo? Nicht rauskommen, wenn ich gerade springen will. Boing, boing. Sehr schön. Boing. Oh, schon wieder da rein. Dann, you. Ja, ja, ja. Wario interessiert mich gerade mal nicht. Erst wie immer den anderen Weg gehen. Nee, warte. Diesmal nicht. Braun Wario. Ich bin gerade verwirrt. Wow, eine Münze und ein Wario. Okay, bisher nur minus eine Münze. Das geht ja alles noch. Rein da. Dann holen wir uns erstmal das ganze Zeug. Wir kommen ja später wieder zurück. Das macht ja nichts. So. Erstmal dich. Da, da, da. Dam, dam. Okay, und dann dich. Und. Ja, okay, dann hätte ich halt noch nicht. Wir sollten erstmal die 5 rot-blauen Münzen holen, weil wir es sonst eh nicht mehr schaffen können und man sich das immer holen sollte, was am wichtigsten ist, richtig? Kies? Euch brauche ich auch. Kies? Ich dachte, hier wären Kies. Offenbar nicht. Okay. Au. Ihr habt es letztes Mal gesehen, man bekommt immer Damage, wenn man... in das neblige Gebiet reingeht, sobald es sich kopfmäßig über einem befindet. Okay, wo waren jetzt die blauen Münzen? Damit. Die waren... Jetzt habe ich mir schon wieder vergessen. Ich glaube, die waren... Nein, ich habe es wieder vergessen. I am terrible. Come on. Also Münzen brauche ich auch. Okay, wartet kurz. Da 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 da. Da 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 da.
da, da, da. Kurz ein Save-State gemacht, damit ich nicht das Ganze nochmal neu machen muss. Ist ja sicherlich auch in eurem Interesse. Das geht noch. Das ist durchaus machbar. In dem, also mit weniger. Mit weniger würde ich es nicht machen, aber so ist es noch machbar. Au. Ja, 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 ja. Rein da. Wario, Wario, Wario. Okay, jetzt haben wir schon mal den größten Teil der Münzen. Jetzt hier nochmal die Kappe. Ups, das wollte ich nicht, aber hey. Macht nichts. Nehme ich trotzdem gerne an. Kann man da nicht groß werden und gleichzeitig Metallkappe haben? Ich glaube nicht. Also, andersrum geht es ja schon mal nicht. Das haben wir gerade gesehen. Aber ich glaube auch so rum geht es nicht. Sobald wir groß werden, sind wir wieder normal. Ja. Bam. Münzen. Wohin denn überhaupt? Da nicht hin. Hi. Ach, da kann man sich Leben holen. Aber ansonsten, da ist der Eingang. Da, und wieder Metall. Okay. Nö, ansonsten ist hier nichts. Aber man, wir wissen ja von letztes Mal noch, dass es hier noch Münzen gab. Die holen wir natürlich auch noch. Ach, hier waren die Swooper. Swooper hießen die, nicht Keys. Wow. Wieso fällt mir sowas immer jetzt erst ein? Da oben war nur der Stern. Das heißt, da brauchen wir nicht hin. Von der anderen Seite höchstens. Schupp. Okay, jetzt weiß ich aber auch die Controls. Ach nein. Raus da, Mario. Aua. Au. Come on. Au. Gott sei Dank. Raus hier. Wie kommen wir am besten hier raus? Wir können hier raus, glaube ich. Right? Da oben ist nichts. Okay. Dann vergesst, was ich gesagt habe. Hopp. Schön. Wir können hier raus. Ah, perfekt. Da wollte ich raus, genau. Wahrscheinlich habe ich noch 100 Münzen vergessen, aber hey. Hier sind noch rote Münzen, die holen wir uns jetzt mit Luigi. Aber erst noch das Ding kaputt machen, wenn wir eh schon Mario sind. Ups. Okay. Haben wir den schon? Nein, haben wir noch nicht. Den holen wir uns aber später. Jetzt noch nicht. Wäre doof, jetzt wo wir uns schon so angestrengt haben für die Münzen. So, tut uns auch noch drei. Nice. Ja, ja, ja. Hau uns nur ab. Hau uns nur ab. Okay. Hopp. Come on. Dahin. Oh, Luigi ist so angenehm im Vergleich zu Wario. Das ist ja übel. Dann holen wir uns mal noch die 8 roten Münzen. Das sind dann wieder 16 Münzen. Die brauchen wir dringend. Genauso wie wir das Auge da in der Mitte haben wollen. Als Ausgleich für die verlorenen Münzen. Und genauso wie diese Episode heute etwas länger gehen könnte. Aber okay. Sehr viel länger. Das wird ein Spaß beim Hochladen, aber was soll's. Muss sein. So, dann holen wir dich kurz. Come on. Nein. Ach, egal, es wird Mario. Come on. Okay, das Ding resettet sich wieder. Naja, die brauchen wir auf jeden Fall, deswegen. Screw you. Ach, da ist die wieder. Luigi, doch nicht screw you. Hopp. Habe ich jemals gesagt, Luigi, screw you? Du. Hopp. Dann lang. Mit Luigi kann man skillen. Mit Mario. Nicht wirklich. Dip. Hier entlang. Und da entlang. Ich kann die Episode ja auch nicht cutten oder so, das ist das Problem. Nichts von wegen. Ich cut mal kurz, bis ich den Stern habe oder sowas. Nee, geht nicht. Aber das ist die einzige Aufnahmemethode für einen DS-Emulator, der einigermaßen okay Ergebnisse liefert.
Oder in dem Fall finde ich die Ergebnisse völlig gut. So, nein, das waren Münzen. Toll, die kriege ich nicht. Das ist aber sehr wichtig. Das war vielleicht etwas unüberlegt. Wollen wir uns natürlich... Nein! Ja, genau, ins Feuer. Na toll. 81. Ja, das reicht trotzdem noch nicht. Dann, you. Hopp, nochmal da hoch. So, nehmen wir den anderen Weg. Muss ja nicht immer den Weg nehmen. Boing. Und boing. Langsam as hell. Luigi, sag doch mal was. Den Leuten wird es uns langweilig. Egal, man kann auch hier hin. Schupp. Du hast recht, Luigi. Das ist ein sehr guter Einfall, der eventuell ein bisschen Zeit sparen könnte. Schupp. Ach, damit. Kamera. Danke. So. Hopp. Da. Ne, da sind keine Münzen drin. I don't believe this. Come on, 10 Münzen weiß ich noch, wo sie sind. Vielleicht noch mehr. Das heißt, wenn wir alle roten Münzen haben, haben wir auf jeden Fall den 100 Münzenstern sicher. Außer ich falle dann in irgendeine Fallgrube rein oder sowas. Dann würde ich die Episode beenden und nächste Episode da beginnen, wo ich die mit den 100 Münzenstern sammle oder so. Nein! Das sollte aber reichen, locker. Das heißt, falls wir wirklich noch 2 brauchen. Naja. Aber wir können hier eine Abkürzung nehmen. Ups. So rum, bitte. Döde, döde. Doch da. Come on. Schon 22 Minuten. Aha. Mega lange Mission, dauert mega lang. Und wird mega lang zum Uploaden brauchen. Da sind nämlich noch Münzen. Schupp. Und da sind noch Münzen. Wenn da jetzt genau 8 Münzen sind, dann... Nein. Oh! Puff. Mein Plan ging zu knapp auf. Zu knapp. Oh. Ja, speichern. Sehr schön. Das klang gerade sehr komisch. 50 Powersterne, damit kannst du die Tür im 2. Stock öffnen. Bowser kommt immer näher. Aber bevor du dich auf den Weg machst, suche den Fragezeichenschalter und spring gegen die Franken. Ja, ja, ja. Ich weiß. I know that. Also würde ich sagen, war's das für diese Episode. In der nächsten Episode weiß ich noch nicht, was wir machen, aber auf jeden Fall noch einen Stern hier holen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit meinen anderen Let's Plays. Bitte lasst ein Like für die lange Episode da. Naja, ciao, Leute.